Viele berufstätige Frauen aus Lateinamerika kommen in die Schweiz und sehen nach Arbeitsmöglichkeiten nach. Sie möchten den Berufen üben, die sie in ihren Herkunftsländern gelernt oder studiert haben. Bei ihrer Ankunft in der Schweiz stoßen sie jedoch auf eine Reihe von Hindernissen, die verhindern sie, sich beruflich weiterzuentwickeln. Als Resultat übt schließlich die Mehrheit einen anderen Beruf aus. In Kolumbien hat Victoria Marquez Arbeitssicherheit und Arbeitshygiene an der Universität für Ingenieurwesen studiert. Sie lebt seit einem Jahr und 8 Monaten in der Schweiz. Mittlerweile arbeitet sie in einem Hotel als Kellnerin und erzählt uns, dass sie dies tun musste. Ich habe sie gefragt, welche Voraussetzungen muss sie erfüllen, um als Arbeitssicherheits- und Arbeitshygiene-Beauftragter arbeiten zu können. Evidentemente no puedo homologar el título. Yo tengo que realizar una escuela, o sea, prácticamente volver a estudiar. Seguridad en el trabajo, que es lo que corresponde acá en Suiza. Yo tengo que volver a hacer una escuela y certificarme como tal. O sea, es un proceso que yo debo volver a realizar, porque trabajos como estos aquí en Suiza debe uno estar certificado por el país o si no, no los puede ejercer. Um ihren bisherigen Beruf in der Schweiz auszuüben, müssten Sie den gleichen Abschluss erneut absolvieren. Realmente es una situación que muchas veces se torna frustrante el saber que nos hemos preparado por años en un campo laboral y el llegar pues a un sistema como el que maneja Suiza que no nos permite poder llegar y desempeñar estas labores dado que muchos títulos no se pueden homologar y debemos pues volverlos de cierta forma a estudiar. Entonces esto es como pensar muchas veces que ese tiempo que estudiamos o esa carrera que decidimos hacer pues fue como un tiempo perdido, ¿no? Christina Bütikofer Beltrán, Lehrerin des Integrationskurses für Frauenleben in Zürich, berichtet. Aus den Integrationskursen in Zürich Leben kenne ich sehr viele Frauen aus Lateinamerika, die sehr gut ausgebildet sind. Sie haben zum Teil einen Universitätsabschluss, Arbeitserfahrung. Aber für sie ist es manchmal schwierig, eine Stelle hier zu finden. Was sind die Haupthindernisse für lateinamerikanische Frauen bei der Arbeitssuche, obwohl sie ihren Beruf bereits in ihrem Herkunftsland gelernt haben? Der Grund dafür ist, dass die Diplome oft nicht anerkannt werden. Auch die Arbeitserfahrung, die sie in anderen Ländern haben, wird nicht anerkannt von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Welche Bedingungen sollten lateinamerikanische Einwanderer erfüllen, um ihren Beruf auszuüben? Die deutsche Sprache ist sehr wichtig, um ihren Beruf ausüben zu können. Aber es kommt auf den Beruf drauf an. Meine Erfahrung ist, dass in der Informatik oder in technischen Berufen auch sehr gute Englischkenntnisse genügen oder auch internationale Erfahrung ist ein Vorteil, wenn jemand eine Stelle sucht. Aber manchmal ist es auch nötig, ein Praktikum zu machen oder eine weitere Ausbildung oder Weiterbildung. Ist die Information über Arbeitsmöglichkeiten für die lateinamerikanischen Einwanderer einfach zu erreichen? Wir haben im Stadthaus einen Welcome Desk. Das ist ein Informationsschalter, wo die Leute aus Lateinamerika und auch aus anderen Ländern hinkommen können und Informationen holen, wenn sie eine Stelle suchen, wenn sie Arbeit suchen. Und
sehr wichtig ist das Laufbahnzentrum in der Stadt Zürich oder das Berufsinformationszentrum. Dort kann man Informationen über Berufe und Stellensuche finden. Es gibt auch Frauen, die es trotz Sprachbarrieren haben es geschafft, ihr Studium zu validieren und nun in dem Beruf arbeiten, den sie in ihrem Herkunftsland erlebt haben. Aber das ist ein harter und schmerzhafter Weg. Maria Fernanda ist eine Äquatorianerin, die seit einem Jahr mit ihrer Familie in der Stadt Zürich lebt. Sie hat sich in Spanien als Krankenschwester ausgebildet und hier besucht sie derzeit Deutschkurs. Ihr Ziel ist es, in ihrem Beruf wieder arbeiten zu können. Deswegen muss sie Sachkurse besuchen. Maria Fernanda, welche Erwartungen haben Sie bei der Arbeitssuche? Bueno, pues un poco el plan de, ¿cómo se llama?, en tema horario, que pueda compaginarlo. Otra de las cosas que también, que mi título sea reconocido a mi toque para que yo pueda ejercer de mi profesión. Y bueno, un poquito también poder seguir avanzando en mi carrera. Quiero continuar estudiando, seguir para odontología, como ayudante en odontología. Entonces, que se me abran un poco más las puertas, que todo sea un poco más ágil en ese ámbito profesional, ¿no? Que sea todo compaginable en sí, además de que tengo también las dos niñas. Die Situation, warum viele latinoamerikanische Frauen in der Schweiz nicht in ihrem Beruf arbeiten, sind vielfältig. Allerdings fragt man sich, ob es sich bei diesen Frauen, die nicht in ihrem eigenen Berufsfeld arbeiten, um Talente halten, die in der Schweiz verloren gehen. Was muss getan werden, damit diese Frauen entsprechend ihre Ausbildung den vollen Beitrag leisten können? Frau Bütikofer meint dazu, eine allgemeine Lösung habe ich leider nicht, um dieses Problem zu lösen. Aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten. Das eine ist, Diplome anerkennen zu lassen. Dann gibt es verschiedene Coaching-Programme. Es gibt zum Beispiel die Organisation Capacity, wo Fachkräfte, wo es Coaching gibt von Fachkräften für Fachkräfte und dann ja das Erlernen der deutschen Sprache. Es ist immer wichtig, auch zu überlegen, Weiterbildungen zu machen, bereit sein für Weiterbildungen und Praktikas.